Het hoofd daar, die noemen we neemt. Wat denk ik moet dan? Wie zijn jetzt in drauf? Verdammt, oh, maar doe ja, wie kent dat ding toch gar niet? Bist du noch nie auf dem Meier WF Gabelstapler gefahren oder was? Du musst einen Führerschein verhaben! Du musst einen Startererlaubnisschein haben! Es gibt dir gleich einen Startererlaubnisschein. Nein, nein, das ist doch so! Wie heißt das? Wie heißt das? Stapler-Erlaubnisschein musst du haben. Ich kann nicht einfach losfahren. Nimmst du die Schüssel? Ja, dann ins Zündloch. Wieso bist du nicht schon wieder so genervt? Ja, weil ich mich da nicht mit auskenne. Ihr macht dann irgendwas. Ich sag dir das aber doch, ihr seht, wie es funktioniert. Ja, bleib mir nicht da durchgebracht. Ein Zündstoß rein. Und deine Brille mal abnehmen, die blendet wie Sau. Meine Fresse, dann sehe ich ja gar nichts, wie ich das Ding anmachen muss. Da sind sie da durch den Wand. Sag andere Seite. Passiert nichts, wenn ich. Nein, es passiert nichts. Dass du ihn da überhaupt mit fahren lässt. Ja, das war auch wieder der größte Fehler meines Lebens. Was soll das denn jetzt? Du musst die Zündung eben anmachen, wie beim Auto. Komm, nun wartest du eben. Hallo, dann ist ein Diesel. Ich bin mit Gasantrieb. Ja, genau, Gasantrieb. Wir sind ja auch aus. Und Fall, ich habe ihn schon gesagt, du sollst ihn anmachen. So nur stehen lassen. Kannst du so stehen lassen? Du noch nie einen Gabelstapler gefahren? Nee, nicht mit so einem Vieh. So. Tritt mal aufs Gas auf. So, einmal ein bisschen hoch machen. Das ist aber ja nicht die Wagen. Du sollst ja auch nicht ganz nach oben machen und das Dach nehmen. Udo! Udo! Bitte geh da runter! Bitte geh da runter! Eben für die Aufnahme! Nicht damit höher, Udo! Nicht. Mach höher! Nicht. Mach höher, Udo! Udo! Sei ruhig! Was machst du da, Udo? Ich soll doch hier nicht. Stopp! Du hast doch nicht völlig einen Weg. Ja, ich sag das nicht. Andersrum! Andersrum, Udo! Udo! Ich komme nie raus! Ich kenne mich da nicht mit aus! Da kann man eine Boeing 747 zwischenparken und du kommst. Und du kommst. Ich hab keinen Bock mehr. Ich kann nicht sagen, ich hab keinen Bock mehr. Du wolltest mal zu Ende führen, verdammt nochmal. Lass uns zurück. Nächste Mal, dann. Wer vor mir? Oh, jetzt gar nicht, was du willst. Udo! Bitte sei jetzt ruhig, jetzt auf, ich muss mich konzentrieren. Fahr doch eben hoch einmal. Pass auf mit deinem Kopf da hoch. Ja, fahr hoch. Höher. Höher. Mein Kopf. Höher, da ist doch noch Platz. Udo, bisschen höher noch. Da ist doch die Stange im Kopf. Er merkt, wie er mit seinem Kopf an der Stange ist. Ja. Wo bin ich mit dem Kopf? Hinter dir ist die Stange vom Tor. Ich mach dynamische Aufnahme. Ich hab mit deinem Dynamik, ich bin hier raus. Bist du denn so geladen? Ja, ich soll hier so eine Scheiße machen. Ich kenn mich mit so gegen mich aus. Was hast du denn da? Ich muss raus. Aber Udo, lass die Halle stehen. Oder? Ja, die bleibt stehen. Ich fahr mit. Ja, du fährst mit. Mein Gott, wer ist auf die Blödi? Udo, dann kann ich vorne die Gabel auch im Auto behalten. Ne? Ja. Wer hat mich denn hier draufgesetzt? Du doch! Fahr mich mal hoch, Udo! Nein! Wieso? Wegen der Garage! Udo! Ich muss konzentrieren! Höher! Wenn du da runterfällst! Udo, höher! Das ist Sicherheitsvormaßnahmen, das wird nicht gemacht! Wie heißt das? Sicherheitsmaßnahmen, das wird nicht gemacht! Udo! Nein! Noch ruckartiger aufhören, oder was? Ich hab nur losgelassen! Ja, aber noch ruckartiger macht das aber ein bisschen Feingefühl! Ich hab Feingefühl, gibt's hier nicht! Er weiß nicht, wo das hingeht und fährt los, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wo er hin will. Das kann natürlich auch sein, dass er nach dem Feuer will. Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Udo! Ja! Du musst. Ich störe mich nicht! Nicht ganz gut, was stoppt? Lass den Vorzeug da vorne hin. Die Karte ist länger als die Toilette. Ja! Ja, du musst doch alles verdecken, oder was? Oh! Warten! Hoch! Warten! Was soll ich denn? Fahr doch immer runter, ich will mich da draufsetzen. Nee! Dann fahr ich damit! Nee! Oh, Udo! Bis jetzt sein Udo, da ist ein großer Aschenbecher neben dir! Ja, du hast keinen Aschenbecher! Wir gehen jetzt gegen Affe! Du bist doch ein Ochsen, bist du doch. Was bist du denn so am Rumpelken? Ja, ich soll hier starten fahren und ich hab's noch nie gemacht und du fährst mir überall rein. Was wollt ihr? Die Lenkerkippehaltung hast du aber drauf. Ja, die hab ich drauf. Bist du blöd oder was? Wieso stellst du sie denn da ab, du Klötenhals? Nein, der Gabelstapler muss da doch auch noch rein. Wenn du noch langsamer fährst, fährst du ich rückwärts. Ich muss mich konzentrieren. Jetzt halt die Schnauze. Ich will auch perfekt sein. Was willst du? Perfekt sein.
Jetzt los. Kommst du nicht mehr. Mach die scheiß Kippe auf! Die Zigarette. Udo. Sei ruhig! Udo, die Kippe. Schön gerade hingestellt. Wo stellst du den Gabelstapler jetzt hin, du Eiergesicht? Guck dir das mal an, Ron. Er hat eine Kippe im Hals und raucht die und die wird gefühlt länger. Wie kriegt man sowas hin? Du bleibst die Augen jetzt! Ach, halt doch einfach die Goschi. Und ist das halbe Leben, aber das steht doch in der Hand. Udo, Ordnung ist das halbe Leben. Ja. Hast du unseren Fußballplatz mal angeguckt? Ja, eine Palette und nicht 10 Stück. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Ich habe die Kiste wieder angeschmissen, den Palettenstapel hinten hin und die Stapel, die für die unterste Palette. Das ist meine Lieblingsverarsch mich doch. Jetzt, nee. Du wolltest schon unbedingt Gabelstapler fahren. Wer wollte unbedingt Gabelstapler? Ja. Oder wie die Scheiße heißt. Fang du auch noch so blöd an. Ja, ja. Udo, wie, der muss laden. Das ich weiß nicht an, der war doch jetzt an. So. Nein, raus. Udo macht dies, Udo macht das. Darum habe ich dir gerade gestellt. Anstatt die oberste zu nehmen, nee. Ich möchte die unterste. Die auch noch, ne? Ja, aber willst du da denn auch drauf? Krieg die nie wieder raus. Oh Heiland, oh Heiland, du sollst noch hinführen. Wollen Sie jetzt angehen? Na, lass ich schaffe euch auch noch mit der Brandparade von Öl nicht auf Wiepe! Udo, auf den Diesel rauchen, du bist auch einer der cleversten, ne? Ja, du bist gleich Diesel weg. Die Gabeln müssen ein bisschen weiter rein. Halt die Schnauze! Das soll nicht wahr sein. Udo! Du bist kaputt. Nicht so. Du hast das Ding da kaputt gemacht. Ich kann nicht passieren! Geh da weg! Du, halt die Halbwand in Auge! Die Halbwand! Was machst du denn? Was mache ich hier? Ich spiele jetzt gerade, weiß ich nicht, Monopoly oder was? Ja. Geh da weg! Ich das aber auch raus, wenn ihr mich mal in Ruhe lasst. Ja, ich bin gespannt, ganz ehrlich. Ja? Wenn ihr wollt, mal in Ruhe lasst. Ja, ich bin ganz ruhig denn hier. Wollen ihr nur zum Kaffee trinken herkommen? Und jetzt sitze ich auf dem scheiß Gabelstapler. Weil ihr solche scheiß Ideen habt. Du wolltest hier Kaffee und Kuchen und sonst nichts. Hallo, also mal hier, wir sind doch am Leichen. Ja, ich darf ja nur die unterste Palette will ich haben. Ich habe aber auch, ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit dem Gabelstapler umgekippt ist. Ja, aber der kriegt ja hier die Idee, Jungs. Udo, nicht so weit. Die Gabel, weg da dran. So, jetzt könnt ihr mir euren Scheiß aufhören. Ich mach hier nichts mehr. Udo, lässt mir wohl ein bisschen Zeit aufzuspringen. Und da springt der da so auf. Ich glaube, ich spring. Bisschen höher. Nee, du kannst doch nicht. Wie? Wie er da rückwärts fährt. Wie so ein. Der ist doch wahnsinnig. Oder? Ja, ist er. Der ist total schön. Und so fährt er auch beim Sportplatz Trecker. Ja. Da wird eng, Udo! Halt die Schnauze! Ja! Komm, ja. Dass du jetzt nicht aufhörst! Udo, ganz ehrlich, ne? Weißt du, was so eine Palette kostet? Die kostet 25 Euro Pfand! Die kann ich jetzt wieder abschwingen! Nimm sie die Wärme, ne? Der kommt nur! Ein bisschen zurück, damit ich auch lang kann! Die Miete, die Paletten! Ihr macht mich wahnsinnig, ich wollte wirklich nur einen Kaffee trinken. Ist doch geil, Gabelstaplerfahrer. Ja, geil. Siehst du wohl, wenn du so einen hast, der nur am Meckern ist. Du bist doch auch immer nur am Meckern. Ja, natürlich. Ein Problem? Ist doch nichts für. Hab ich doch rausgehabt. So, jetzt mal ich gerade. So, stopp, gerade zurück. Wisst ihr was, nächstes Mal komme ich nicht am Kaffee trinken. Oh Ron, die Palette ist kaputt, aber ein bisschen nur. Ganz ehrlich, ne? Die 25 Euro, die zieht ja ab. Ich schreibe dir die Rechnung. Das ist scheißegal. Ist ja gut. Ja, was willst du jetzt denn? Willst du hier hochheben und willst du mal auftragen oder was? Ich will jetzt ein bisschen zur Seite legen, sonst wird der Kippen noch die ganz kaputt. Mach jetzt die Kamera aus, wir wollten eigentlich nur einen Kaffee trinken. Du wolltest Gabelstapler fahren. Das war schon geil, Stapler zu fahren, aber jetzt ist er ein bisschen böse. Wunder, du eine sterbliche Hülle steckst, ne? Ja, aber du, was sollst du sagen? Ja, Leute, habt ihr uns schon abonniert in Facebook, Instagram und YouTube? Warum lachst du jetzt so blöd? YouTube, Udo. Ja, ist doch egal. So, und was gibt's noch? Oh ja, und unser Shop, moinalter.de. Da gibt's Shirts und Tassen mit Udos besten Sprüchen.
Einnahmen davon fließen in unseren Verein und in Udos Frisur. Mit dir ist das eine Katastrophe. Ja, leck mich am Arsch.